Ja gut, das ist natürlich auch etwas, was man sich dann wieder anhören muss. Ne? Ja, jetzt haust du so auf die Tube da mit deinem neuen Buch und so weiter. Das kann man ja jetzt schon bald nicht mehr sehen. Also, na, das hoffe ich natürlich nicht, aber es ist ja eine Bullshit-Rule. Ja, Eigenlob stinkt. Ist die Bullshit-Rule Nummer 9. Und da geht es ja darum, dass ich sage, die Industrie, die hat das schon immer verstanden. Die Industrie, die wirbt für sich, die lobt sich selbst über den grünen Klee, der sagt, die Milka, wir sind gesund und mit der Extraportion Milch und so weiter. Nee, das ist Kinderschokolade. Ne? Und ich meine, da steckt ja noch nicht mal so richtig viel Wahrheit drin. Ne? Ja? Aber wenn sich ein Mensch selber lobt, wenn ein Mensch sagt, ich mache gute Leistungen, ich habe da was Gutes hingekriegt und da bin ich auch stolz drauf und da, 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 dann wirkt das so seltsam. Dann wirkt das so, das macht man doch nicht. Also man kann doch nicht, ne? Eigenlob stinkt halt. Das ist halt dieser Begriff, der sich so eingebrannt hat bei den Leuten. Dass man das eben nicht tut. Ich meine, ich habe Verständnis dafür. Es gibt natürlich noch einen besseren Königsweg. Das ist, wenn andere einen loben, ja, dass man sich selber gar nicht loben muss, weil man so viel gelobt wird von anderen oder positiv über einen gesprochen wird. Aber trotzdem, um einen Stein ins Rollen zu bringen, muss man natürlich auch, genauso wie ich jetzt mit meinem Buch, was nächste Woche Dienstag erscheint, muss ja Werbung machen. Und muss auch sagen, das ist gut geworden. Es ist wirklich gut geworden. Ich meine, ich habe auch schon Bücher gemacht, die sind nicht so gut geworden. Ja? Also mein allererstes würde ich heute, also ich bin froh, dass es ausverkauft ist. Ja, das war ein Marketingbuch 2008 oder irgend sowas. 2008 tatsächlich, weil ich 2018, also 10 Jahre später, erst mein nächstes Buch geschrieben habe. Erfolg war das. Genau. Und nein, also von daher, wenn man zu einer Leistung stehen kann, ob du jetzt im Job da bist und sagst, ich habe hier ein gutes Projekt gemacht, oder du bist ein Selbstständiger und sagst, ich habe ein geiles Produkt hier entwickelt, oder bist was sonst was, ein Künstler, sag, ich habe hier eins der schönsten Bilder gemalt, was mir hier untergekommen ist. Das muss man sagen. Das muss man sagen, weil wenn man es nicht irgendwie initial mal selber sagt, dann kommt ja niemand drauf, dann merkt es ja nie irgendjemand.